Moin Leute, hier ist wieder TGW und heute ein kleines Tutorial für Camtasia Studio 8. Ich habe hier jetzt etwas Kleines aufgenommen, um euch das Ganze mal zu zeigen. Als erstes mal, Camtasia Studio ist ein Videobearbeitungsprogramm und ihr könnt damit auch Videos aufnehmen. Das ist meiner Meinung nach das zweitbeste Videobearbeitungsprogramm, denn Sony Vegas finde ich noch ein bisschen besser. Als erstes, wie nehmt ihr Videos auf? Dafür klickt ihr hier auf Bildschirm aufnehmen und dann öffnet sich so ein Fenster hier. Hier könnt ihr, okay, ich bin ja jetzt hier schon am Aufnehmen, denn normalerweise könnt ihr hier noch einstellen, ob ihr ganzen Bildschirm oder nur eine benutzerdefinierte Fläche aufnehmen wollt. Wenn ihr irgendein Spiel wie zum Beispiel Minecraft aufnehmen wollt, könnt ihr benutzerdefiniert wählen und dann dieses Fenster. Dann könnt ihr hier einstellen, wie laut euer Audio sein soll. Hier könnt ihr, wenn ihr schon am Aufnehmen seid, die Aufnahme löschen. Hier, also das, was schon bereits aufgenommen ist. Hier könnt ihr pausieren, also es hält an. Und wenn ihr nochmal draufklickt, geht es halt wieder weiter. Und wenn ihr auf Stopp klickt, hält das ganze Video an. Das Video ist zu Ende und ihr könnt es bearbeiten. Jetzt kommen wir zum Video bearbeiten. Das hier unten, das ist die Timeline. Und ich habe jetzt hier zwei Spuren. Hier ist einmal mein Bild und das mein Audio. Und hier drunter das Audio von meinem Bildschirm. Also von meinem Computer. Also das Spiel, die Geräusche von dem Spiel. Oder wenn ich zum Beispiel mit einem Freund aufnehme oder so, ist das die Audiospur von ihm. Okay, das ist jetzt viel zu leise. Also ich sage jetzt gerade einfach nur, dass das viel zu leise ist und dass wir das jetzt einfach lauter machen. Hier können wir das Ganze vergrößern oder verkleinern. Also so sieht man halt 2 Minuten in der Zeit und so halt nur 6 Sekunden. Also das ist, man kann ganz genau heranzoomen, wenn man ganz präzise was rausschneiden will. Als erstes kommen wir also jetzt zum Audio. Wir haben jetzt die Teile hier markiert. Dann können wir Lautstärkeausgleich aktivieren. Als erstes nehmen wir die obere, also meine Spur. Die ist ja viel zu leise. Da gehen wir auf Benutzer definiert. Machen das hier höher. Und das hier auch. Ich weiß jetzt nicht, was gut ist. Auswendig. Müsst ihr einfach rumprobieren. Das hier wird jetzt wahrscheinlich zu laut sein. Und das vom Spiel, das mache ich meistens niedrig. Und das wird wahrscheinlich auch noch zu laut sein. Ich mache es jetzt erstmal so. Und so, das wird okay sein. Jetzt hören wir uns das Ganze mal an. Moin Leute, das ist das. Ist mir immer noch zu leise. Ich mache es jetzt einfach mal so. Video, was wir jetzt im Camtasia bearbeiten werden. Und das erste, was euch auffallen wird, ist, dass ich viel zu leise bin. Ja. Also ändert das mal schnell. So, und das war jetzt der Anfang und das. So, jetzt haben wir das jetzt schon geändert. Aber jetzt wird euch wahrscheinlich aufgefallen sein, dass das im Hintergrund, dass es da so ein leichtes Rauschen gibt. Das stört ja. Das liegt einfach daran, weil ich mit meinem alten Mikro aufgenommen habe. Und das ist echt schlecht. Also ich bin sehr leise und es rauscht. Wir können jetzt hier aber zum Glück Entfernen von Störgeräuschen aktivieren. Erweitert und dann automatisches Störgeräuschtraining.
Habe ich gemacht und moin Leute, das ist das Video, was wir jetzt im Camtasia bearbeiten werden. Und das erste, was euch auffallen wird, ist, dass ich viel zu leise bin. Ja. Ja, und jetzt hört ihr, es ist wirklich viel besser. Das sind jetzt natürlich nicht die perfekten Einstellungen, wie ich es jetzt habe. Aber da müsst ihr halt einfach mal rumprobieren. Also ändert das mal schnell. So, und das war jetzt der Anfang und das bedeutet, hier kommt jetzt mein Intro. Intro. Hallo, Intro. Also hier soll jetzt ein Intro rein. Hier, das zeige ich euch erstmal, wie ihr ausschneidet. So einfach das Rote oder das Grüne an die Stelle ziehen, wo ihr es ausgeschnitten haben wollt. Also dieser Teil wird jetzt ausgeschnitten. Können wir es hier einfach auf Cut und jetzt ist er rausgeschnitten. Wenn ihr nur an einer einzelnen Spur etwas rausschneiden wollt, müsst ihr die hier einfach sperren. Wenn ihr jetzt was rausschneidet, wird das nur hier rausgeschnitten und die hier bleibt einfach. Das wollen wir jetzt aber nicht. Also, ich habe da erst gesagt, ich will da ein Intro hin haben. Gehen wir jetzt hier auf Clip Auswahlfenster und dann Medien importieren. Ich habe natürlich schon eins Videos und dann wählt ihr das aus. Da geht nur eine WMV oder MP4 Datei, halt irgendwie sowas. Einfach anklicken und auf dem Clip Auswahlfenster, das ist das hier. Da wird das jetzt angezeigt. Jetzt müssen wir aber erstmal das ein bisschen wegziehen, weil das Intro ja auch Platz braucht. Jetzt können wir das einfach hier hinziehen und dann jetzt ranzoomen. Wir sehen, es ist nicht ganz dran, also können wir es einfach da dran schieben. Und jetzt wäre da eine Pause und deshalb tun wir das auch noch da dran. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Intro. Hallo, Intro. Danke. So, was ihr hier seht, ist nichts Besonderes, denn das ist, läuft einfach nur im Hintergrund. Damit ihr auch was zu sehen habt. Yeah. Auf jeden Fall. Die Pause war mir zu lang, die wird jetzt bitte rausgeschnitten. Also die Pause soll rausgeschnitten werden. Hier ist nochmal ganz nah heranzoomen, damit ich genau sehen kann, wo es anfängt und wo es aufhört. So, dann höre ich mir jetzt nochmal an, ob ich auch ja nichts Falsches rausschneide. Okay, das kann ich rausschneiden. So, jetzt bin ich wieder da. Sorry, bei mir ist gerade Camtasia abgestürzt. Ich weiß nicht, was heute los ist. Mir ist heute auch schon zweimal die Aufnahme abgebrochen. Es regt mich gerade voll auf, aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Also, wir haben das hier jetzt, die Pause, die zu lang ist, rausgeschnitten. Also jetzt hören wir das auf jeden Fall. Die Pause war mir zu lang, die wird jetzt bitte rausgeschnitten. Das haben wir gemacht. Was ist denn heute los? Schnippschnapp. So, and now I will say something in English and because that do some German subtitles under the video. Danke. Ja, das werden wir es machen. Ab hier. Da kommen wir jetzt zu den Callouts. Das sind Anmerkungen, die ihr ins Video einfügen könnt. Das sind alle, die ihr machen könnt. Das ist zum Beispiel einfach ein Pfeil, wo ihr irgendwas markieren könnt. Oder wenn irgendwas richtig ist, ein Haken. Oder wenn was falsch ist, ein Kreuz ins Video. Wir wollen jetzt aber sowas hier. Und das wollen wir hier hin. Denn es soll ein deutscher Untertitel werden. Hier können wir da jetzt was reinschreiben. Einfach.
Jetzt seht ihr ja hier, das ist zu klein. Jetzt können wir das Ganze markieren und hier die Größe auswählen. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Hier können wir die Schrift auswählen. Dann nehme ich jetzt einfach mal die hier. Und hier können wir noch die Schriftfarbe auswählen. So. Und hier das hier, was ihr hier seht, das ist die Zeit, in der das eingeblendet wird. Ich ziehe es jetzt mal so lang. Jetzt zeige ich euch mal, wie das so aussehen würde. So, and now. Ja, und jetzt können wir da diese Länge aber hier noch einstellen. Könnt ihr entweder verlängern oder verkürzen. Das hier ist halt das vom Ende und das vom Anfang. Ich mache das jetzt einfach mal so. Jetzt zeige ich euch das nochmal. So, and now I will say something in English. And because that, do some German subtitles under the video. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Auf jeden Fall, jetzt bitte... Nein, nicht rausschneiden. Genau, tut da Musik drunter. Das wird, das wird doch cool sein. Ein bisschen Musik, aber jetzt... Also, jetzt soll hier Musik rein. Wir können uns ja hier entweder jetzt etwas rein... importieren, wie ich es euch eben schon gezeigt habe, oder wir gehen auf Bibliotheken. Da ist schon ein wenig Musik drin. Mir gefällt sie zwar nicht so, die da jetzt so drin ist, aber wir müssen hier jetzt einen Cut setzen. Und hier auch. Falsche Richtung. Jetzt können wir das Ganze markieren. Und wegziehen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß es ist. Jetzt tue ich hier mal die Musik rein. Ich wusste, es ist viel zu lang. Und wenn ihr das so macht, dann würde jetzt halt Musik kommen. Aber das wollen wir ja nicht so haben. Und deshalb ziehen wir uns das Ganze jetzt hier runter. Und das hier, ja, jetzt ziehen wir das hier wieder hier dran, aber jetzt stimmt die Musik, also die stimmen die Töne ja hiermit nicht ein. Und das hier müssen wir jetzt noch ein bisschen kürzer machen, so lang nämlich. Hier wieder einen Cut, dann können wir das löschen. Können wir das hier wieder hier dran ziehen. Und wir hätten da vorher was löschen müssen. So, jetzt haben wir da ein bisschen Musik zugemacht. Ein bisschen Musik, aber jetzt... Während ich hier diesen Baum gefällt habe, ich bin jetzt noch nicht ganz fertig, habt ihr Musik gehört? Ist das nicht einfach nur cool? Und jetzt seht ihr, ganz in der Ferne ist ein Huhn. Jetzt soll da rangezoomt werden. Da gehen wir auf Zoom und Schwenk und ziehen dann einfach diesen Kasten hier auf die Größe ungefähr und können jetzt so bis auf diese Entfernung heranzoomen. Hier, jetzt zeige ich es euch. Ganz klein in der Ferne ist ein Huhn. Wow, ranzoomen bitte. Und ja, das ist blöd, dass ich da schon ein paar Sachen rausschneiden musste. Die Pausen waren mir einfach viel zu lang, das wäre blöd geworden. Normal sind da jetzt noch keine, das heißt noch nichts rausgeschnitten und deshalb wird das jetzt das ganze Video lang hier rangezoomt. Jetzt müssen wir hier, also wenn wir dann wieder rauszoomen wollen, müssen wir einfach an die Stelle, wo wir rauszoomen wollen, gehen und dann den Kasten einfach wieder groß ziehen.
So, das haben wir gemacht. Und jetzt ziehen wir das hier noch hier hin. Ja, reicht uns. Und jetzt zeige ich euch das nochmal. Und jetzt seht ihr, ganz da hinten in der Ferne ist ein Huhn. Wow, ranzoomen bitte. Und jetzt klicke ich. Oh, die Maus sieht man ja gar nicht. Hinterlegt die mal bitte. Bitte. Also, wir sollen jetzt hier Cursor-Effekte hinzufügen. Wir können hier jetzt die Cursor-Größe einstellen. Also, ihr seht hier, der Cursor ist wirklich viel größer geworden. Ja, hier. Oder halt ganz klein. Ich mache das mal kurz ganz groß. Dann können wir noch Markierungseffekte machen oder hervorheben oder halt an der Stelle, wo der Cursor ist, vergrößern. Ich markiere das jetzt einfach mal. Dann Linksklick-Effekt können wir dann, also wenn man klickt, kommen da so Ringe oder eine Kette oder eine Welle. Ich mache es einfach mal Ringe. Und bei einem Rechtsklick-Effekt das gleiche. Da mache ich jetzt einfach eine Welle. Und Klick-Sound-Effekte können wir dann einfach irgendeinen Effekt dazu machen. Ich lasse es jetzt einfach, also wenn man klickt, dass dann irgendein Sound kommt. Ich zeige es euch jetzt einfach nochmal, wie es mit diesen Effekten aussieht. Und jetzt klicke ich. Oh, die Maus sieht man ja gar nicht. Hinterlegt die mal bitte. Bitte. Und das ist der erste Part vorbei. Und dann kommt der zweite. Also einen Cut setzen und einen Übergangseffekt. Und den... Hier sollen wir einen Übergangseffekt reintun. Da gehen wir hier auf Übergangseffekte. Und haben hier jetzt ganz viele Übergangseffekte. Da können wir uns jetzt irgendeinen aussuchen. Ich nehme meistens das Kippen, dann einfach hier hinziehen und schon ist es getan. So sieht das Ganze aus. Und den Teil, den ich hier jetzt gerade am Babbeln bin, den mag ich nicht. Schneidet den bitte raus. Und bitte was Neues sagen. Da geht es jetzt um den gesprochenen Kommentar. Wir können hier ein Video... Das ist dann zum Beispiel ein Gameplay. Im Nachhinein den Ton wegmachen und einen neuen dahin machen. Dann machen wir Rechtsklick, Video und Audio trennen. Dann seht ihr, haben wir hier ist eine Video- und eine Audiospur. Dann können wir hier... Was habe ich hier gesagt? Bitte was Neues sagen. Das können wir jetzt rausschneiden. Die beiden Spuren blockiere ich jetzt, damit nur hier das rausgeschnitten wird. Und nee, ich mache einfach so, dann bleibt das hier nämlich an der Stelle. Also einfach entfernen. Und dann können wir es hier die Aufnahme starten. Und das haben wir jetzt hier gemacht. Und die Aufnahme beenden. Wir können irgendeinen Dateinamen machen. Ich mache es jetzt nicht, denn sonst wird das hier irgendwo speichern. Das will ich jetzt nicht. Ja, und dann könnt ihr hier halt einen neuen Kommentar reintun. Und das war das Video, was ihr jetzt bearbeitet habt. Ja, ich werde euch jetzt halt noch ein paar andere Sachen zeigen, die man nicht mit einem Video machen kann. Und das werdet ihr genau jetzt sehen. Und dann bitte jetzt hier hinter noch ein kleines Outro. Outro, hallo, Outro, das Video ist zu Ende. Komm, ist gut. Das Video ist zu Ende, also hör gefälligst auf zu labern. Hör auf jetzt, hallo, ich hab gesagt Outro. Outro, Outro, hallo, Outro. Jetzt auf der Stelle, sonst werde ich sauer hier. Okay, danke.
So, und ach so. Jetzt seht ihr hier, hier beende ich die Aufnahme. Das wollen wir auch nicht mehr sehen. Also schneiden wir das Ganze einfach raus. Und dann hier das Outro. Clip-Auswahlfenster, wieder Medien importieren. Das Outro. Hier ist es. Und dann da reinziehen. Jetzt haben wir hier unser Outro. Aber hier ist ja jetzt noch anderes Video und hier fehlt jetzt noch etwas. Da können wir jetzt noch ein anderes Video reinziehen. Ja, ich muss mal eben kurz eine Pause machen. So, da bin ich hier wieder. Ich habe mir nur mal eben von meinem letzten Video die Spuren kopiert, damit ich die jetzt hier einfügen kann. Einfach Rechtsklick einfügen. Dann dauert das ein bisschen und dann ist es jetzt da. Jetzt suche ich mir eine schöne Stelle raus. Ich nehme es einfach hier, setze hier einen Cut und lösche alles, was davor ist. Und jetzt ziehe ich mir das Ganze. Hier fängt das Outro an. Also ziehe ich mir das jetzt hier hin. Und hier dann wieder einen Cut setzen. Und ich lösche den Rest. Und fertig ist das Outro. Ah nee, noch nicht ganz. Denn jetzt überdeckt das Outro ja noch mein Intro. Das wollen wir nicht. Und deshalb gehen wir auf Zoom und Schwenk. Und jetzt können wir das Video anklicken. Und jetzt können wir die Größe verändern. Naja, ich dachte, da wäre was weggegangen von dem Bild. Ziehen uns das an die richtige Stelle. Und jetzt, genau, jetzt sehen wir das hier. Okay. Das ist mal wegen dem Cut. Hat sich das jetzt hier wieder vergrößert. Dann ziehe ich das jetzt einfach hier hin. Nochmal gucken, dass es auch nicht verschiedene Größe hat. Ja, okay. So ist es okay. Dann habe ich euch jetzt hier alles gezeigt. Nur, was noch fehlt, sind die visuellen Eigenschaften. Damit kann ich nicht so wirklich was anfangen. Da, ach so, doch, genau. Da können wir zum Beispiel ein Video hinzufügen. Und hier können wir es dann zum Beispiel drehen oder nach hinten drehen oder so. Und können dem noch einen Schatten geben oder so oder eine Färbung und Skalierung und Deckkraft verändern. Einfach Animation hinzufügen und dann das Video so verändern, wie ihr es haben wollt, und dann ist das gut. Dann können wir es hier auch noch die Kamera aufzeichnen. Das ist wie eine Webcam. Ja, okay. Also hier könntet ihr dann jetzt eure Webcam, also euch sehen. Ich weiß nicht, warum es gerade bei mir nicht ist. Auf jeden Fall könnt ihr die dann aufnehmen und dann könnt ihr da halt eine eine Cam noch in ein Video mit hinzufügen. Das nimmt dann extra auf und dann könnt ihr die einfach dahin tun, wo ihr wollt, wie die anderen Videos auch, die ihr einfügt. Und ja, das könnt ihr also hiermit auch. Es gibt aber auch noch Beschriftungen. Da könnt ihr einfach eine Beschriftung hinzufügen. Ich finde es ein bisschen unnötig, weil man ja auch noch die Callouts hat. Und deshalb habe ich das noch nie benutzt. Aber ich wollte es euch einfach nur mal gezeigt haben, damit ich euch auch alles gezeigt habe. Genau, wie ihr eine Spur entfernt, ist auch noch einfach Spur entfernen. Und es gibt auch noch die Option Quiz. Damit komme ich aber nicht so ganz zurecht. Deshalb zeige ich euch das jetzt nicht. Das ist nämlich ein bisschen komisch. Genau, was ich noch gar nicht erklärt hatte. Hiermit könnt ihr was rückgängig machen. Und so, wenn ihr was rückgängig gemacht habt, könnt ihr das wieder
rückgängig machen, dass ihr es rückgängig gemacht habt, sozusagen. Das habe ich schon gezeigt. Ja. Wir können auch noch die Stimme ein bisschen verändern. Oder halt das Video verschnellern und da verändert sich die Stimme automatisch. Einfach auf Rechtsklick. Und dann Clipgeschwindigkeit. Und da können wir das zum Beispiel auf 200. Dann verkürzt sich das und ihr hört sie euch anders an. Und das war das Video, was ihr jetzt bearbeitet habt. Ja, ich werde euch jetzt halt noch ein paar andere Sachen zeigen, die man nicht mit dem Video machen kann. Und das werdet ihr genau jetzt sehen. Und dann bitte jetzt hier hinter noch ein kleines Outro. Outro, hallo, Outro, das Video ist zu Ende. Kommt es gut. Das Video ist zu Ende, also hör gefälligst auf zu labern. Hör auf jetzt, hallo, ich hab gesagt Outro. Outro, Outro, hallo, Outro. Jetzt auf der Stelle, sonst werde ich sauer hier. Okay, danke. So werden wahrscheinlich auch die Cheap Rails oder wie auch immer heißen. Diese komischen Tiere da halt, die auch was singen. Ich kenne mich nicht so mit aus. So wird das wahrscheinlich gemacht. Also wenn euch das mal interessiert habt, dann wisst das jetzt. Ja, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, dann entschuldigt das bitte. Ach genau! Ich habe wirklich was vergessen. Speichern könnt ihr hier bei Dateien, dann Projekt speichern. Und wenn ihr das Video auf YouTube hochladen wollt, dann gibt es hier die Option auf YouTube veröffentlichen. Die funktioniert aber irgendwie nicht und deshalb versucht es damit gar nicht erst. Wenn ihr das auf YouTube hochladen wollt, geht ihr auf benutzerdefinierte Produktionseinstellungen, auf Weiter, dann wählt ihr das Format, denn es muss ein anderes Format sein, sonst funktioniert das nicht. Ich nehme immer MP4, denn da wird die Datei am kleinsten und es geht am schnellsten, das hochzuladen. Dann einfach auf Weiter, Weiter, Weiter und dann hier einen Namen auswählen und dann Fertigstellen. Dann hier könnt ihr noch einen Ordner auswählen, wo es hingespeichert werden soll. Und wenn ihr das dann gemacht habt, könnt ihr dieses Video dann auf YouTube hochladen. Das werde ich mit dem hier jetzt nicht machen, weil es zu lange dauert, also das Produzieren. Und ja, jetzt war es das aber wirklich von diesem Video. Und dann seht ihr jetzt noch mein Outro und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.